Die Bundesbeschaffungsgesellschaft veranstaltet heuer zum zweiten Mal die Messe Nutzen, Leben, IT. Mit dabei ist auch die österreichische Staatsdruckerei. Sie produziert alle Hochsicherheitsausweisdokumente der Republik, vom Führerschein bis zum Reisepass. Über 200 Jahre Geschichte schreibt das Unternehmen und von der können sich auch die Besucher der Messe ein Bild machen. Der History Walk ermöglicht eine Zeitreise in die Vergangenheit, aber auch die Zukunft spielt eine wichtige Rolle. Die größte Herausforderung ist, 210 Jahre Geschichte in Innovation zu wandeln und diese Innovation, die wir seit 210 Jahren betreiben, noch viel mehr zu verstärken, weil unsere Entwicklungsgeschwindigkeiten mit exponentiellen Technologien immer schneller werden. Besonderes Augenmerk legt der ÖSD-Geschäftsführer auf die Datensicherheit. Er erklärt uns, wie das Passwort der Zukunft aussehen wird. Datensicherheit wird massiv geprägt von der Sicherheit der Passwörter, die wir verwenden heutzutage, und sehr wenig von Biometriemerkmalen, die wir schon viel besser als Passwörter einsetzen könnten. Deshalb sind wir der FIDO Alliance in den USA beigetreten, als eines der ersten europäischen Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Passwort maximal zu reduzieren und Sicherheit und Einfachheit beim Login der User zu verbessern. Denn in Zeiten der Digitalisierung spielt sicheres Identitätsmanagement für uns alle eine enorm wichtige Rolle.